Hey, hier ist wieder eure Larissa. Und zwar ist es jetzt schon um 12 oder so und ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Und deswegen hatte ich jetzt vor, mir erstmal vom Bäcker noch einen Kaffee zu holen. Und vielleicht sehen wir uns ja später. Tschüss! Mal schauen, was wieder so auf Instagram abgeht. Langweilig. Alles nur langweilig. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Larissa. Larissa kommt heute nach Essen. Ich muss unbedingt dahin. Ich wollte sie schon immer mal sehen. Ich muss heute unbedingt in dieses Café. Oh mein Gott, es ist nicht wahr. Ich glaub's nicht. Du bist's wirklich. Oh mein Gott, Larissa. Larissa, ich bin dein größter Fan. Oh mein Gott, ich hab deine Story auf Insta gesehen und ich bin sofort hierher gekommen. Einfach nur, um mit dir Fotos zu machen. Und ich brauche Fotos für Instagram und für die ganzen Social Media Okay. Sachen. Oh mein Gott, ich kann's gerade gar Ja. nicht richtig glauben, dass ich dich hier treffe. Okay. Oh mein Gott. Das ist so toll, dich hier zu treffen. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass du mal hierher kommst. Oh, Larissa, Larissa, bitte können wir noch eine Story machen, damit meine Freunde sehen, dass ich dich hier getroffen habe und. Nee, komm, das wird mir hier gerade voll Oh, zu viel, bitte, ne? bitte, Wirklich, wirklich. nein, das kotzt mich an, weißt du? Ich wollte nur Aber. einen Kaffee trinken gehen und dann wäre ich in der Öffentlichkeit schon wieder voll belagert. Das ist Aber, einfach. Larissa, ich Nein, bin extra nein. hergekommen für dich. Ja, das ist schön. Wir haben auch Fotos gemacht. Du hast deine Fotos und ich kann jetzt in Ruhe meinen Kaffee weiter trinken gehen. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist Influencerin, das ist dein Job. Also, ich wollte euch nur mal kurz mitteilen. Ich habe mich gerade mit der Larissa, beziehungsweise nicht mit ihr getroffen, ich habe sie getroffen, weil ich ihre Insta-Story gesehen habe. Die gibt sich ja auf Insta und überall immer so nett und dass sie mit jedem Fan klarkommt. Sie ist nicht so, ich sag's euch. Sie ist im echten Leben eine grauenhafte Person. Ich wollte ein Foto mit ihr machen. Sie hat das abgelehnt und ist total ausgetickt. Keine Ahnung. Also, sie ist auf Instagram ein total anderer Mensch, sag ich euch, und das könnt ihr mir auch glauben. Und ich sehe jetzt keinen Grund mehr, ihr zu folgen oder ein Fan von ihr zu sein. Sie hat das einfach nicht verdient. Und ich hoffe, ihr versteht mich da und ihr seht das genauso wie ich. Es ging einfach gar nicht, was sie gerade abgezogen hat. Ja, und das war's auch schon. So Leute, also ich habe gerade dieses Video von der Celine gesehen. An sich wollte ich mich eigentlich bei ihr entschuldigen. Natürlich teilt man auf Instagram immer nur die schönen Momente, da wo vielleicht alles gut ist. Ich bin auch nur ein Mensch und das tut mir leid, aber ich bin auch mal schlecht gelaunt und ich hoffe einfach, dass ihr das versteht. Das Leben eines Influencers ist nicht immer leicht. In ihren Videos werden euch meist nur die schönen Seiten gezeigt. Dabei geraten die weniger schönen Aspekte oft in den Hintergrund. Willst du Influencer werden? Dann sei dir im Klaren, dass du immer eine gewisse Vorbildfunktion hast. Mach dir aber auch bewusst, dass du in der Öffentlichkeit stehst. Privatsphäre ist daher Mangelware. Denn im Endeffekt nimmt die ganze Welt an deinem Leben teil.